Ich bin ja ein Mensch, der wo gerne reist. Hier, war gerade in Saudi-Arabien. Hab mich gefragt, warum die alle so eine Tischdecke auf dem Kopf haben. In so einem Land musste ich natürlich auch die Menschenrechte ansprechen. Die wollen da ja gerade so einen Regimekritiker auspeitschen. Naja, auf der anderen Seite wollte ich auch niemandem auf die Tischdecke treten. War ein ganz schönes Dilemma. Verstehen Sie? Dilemma. Nee? Okay. Ich hab dann aber doch all meinen Mut zusammengenommen. Das muss reichen. Danach war ich noch in Katar. Hier bin ich mit dem Emir. Der hatte nicht nur eine Tischdecke, sondern auch noch Badeschlappen an. Ich wollte ihn dann fragen, ob er wirklich radikale Islamisten finanziert. Hab ich dann vergessen, weil die mich in so einen geilen Oldtimer gesetzt haben. Der Onkel vom Emir hier, der hat da so einen kleinen Hobbykeller. Mit geilen Autos. Fetten Knarren. Eine Folterkammer. Und noch mehr geilen Autos. Aber als guter Demokrat musste ich dort auch die heißen Themen anschneiden. Oh, falsches Foto. Ich hab den Scheich also knallhart gelobt. Dass er sich darum kümmert, dass Tiere, die zum Land gehören, aber vom Aussterben bedroht sind, dass er versucht, sie zu erhalten. Die Katar-Scheichs halten sich nämlich gerne Tiere. Und Gastarbeiter. Guck mal, ich durfte sogar einen anfassen. Ey, aber wie die da wohnen, also das wäre ja nix für mich. Bin dann schnell zurück nach Deutschland, nach Hannover, zur CeBIT. Die haben da gerade chinesische Wochen. Guck mal, ich mit den chinesischen Teletubbies. Als ich den Vize-Chinesen gerade auf die Menschenrechte ansprechen wollte, haben von draußen Demonstranten so einen Lärm gemacht, da habe ich mein eigenes Wort nicht mehr verstanden. Und außerdem war da schon wieder ein geiles Auto. Und ich durfte so ein Teletubby mitnehmen. Oh, ich mach meinen Kopf.